Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Turbo Pizza Hawaii mal wieder im Ninja Foodie Grill oder in eurer Heißluftfritteuse, funktioniert mit jeder Heißluftfritteuse auch, vorstellen, wenn es mal schnell gehen soll, trotzdem schmecken soll und man keine Lust hat, groß vorzubereiten, dann ist das genau die richtige schnelle Pizza. Also, ich denke, lecker, schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was wir brauchen, habe ich wieder rausgelegt. Wir brauchen Pizzateig, ja, weil schnell gehen soll, natürlich fertig diesmal, außer Tiefkühle, Olivenöl, Tomatensauce fertige, Ananas aus der Dose, Kochschinken, ein bisschen kleingeschnitten, Pizzagewürz und Pizzakäse. Ich habe mir hier so eine kleine Pizzaplatte besorgt für meine Heißluftfritteuse, für die Ninja. Kriegt ihr fast für jedes Gerät, wirklich sehr praktisch. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr oft Pizza machen wollt in der Heißluftfritteuse, das geht echt prima. Die pinsel ich jetzt so ein bisschen ein, diese Pizzaplatte mit Olivenöl, damit der Teig hinterher nicht klebt und gut runtergeht. Und damit ich mir meine Arbeitsplatte nicht so einsaue, habe ich ein paar Lagen Haushaltspapier unten drunter gelegt. Wenn ich fertig bin mit dem Einpinseln, nehme ich meinen fertigen Pizzateig, lege den quasi verkehrt rum jetzt hier über das Pizzablech und ziehe einfach das Backpapier ab. Das brauchen wir ja nicht mehr. Und er ist natürlich jetzt ein bisschen zu groß und deswegen rolle ich den Rand ein, damit er aufs Blech auch wirklich geht. Gibt einen etwas dickeren Rand, wenn ihr das nicht mögt, dann schneidet ihr den Rand ab. Ich wollte aber nichts wegschmeißen, deswegen habe ich ihn einfach ein bisschen dicker gemacht, könnte man sogar mit Käse füllen, zeige ich euch mal in einem späteren Video. Ja, dann drücke ich den so ein bisschen an, damit es eine schicke Pizza gibt. Ja, das war's auch schon. Und jetzt bestreiche ich hier meinen Pizzaboden mit dem restlichen Olivenöl. Denn wir werden gleich diesen Pizzaboden vorbacken, damit er nicht durchsifft hinterher und schön knusprig wird. Und das geht dann auch wirklich super schnell. Und wenn ich hier mein Olivenöl vollständig verstrichen habe, dann geht's an die Ninja. Und bei Ninja stelle ich jetzt hier ein die Grillfunktion. 260 Grad, 10 Minuten. Na, das stellen wir erstmal ein. Das lassen wir erstmal vorheizen. Und los geht's. Und wenn er sich meldet und vorgeheizt ist, dann gebe ich jetzt hier mit Handschuhen vorsichtig, ne? Alles heiß, bitte nehmt Handschuhe. Mit Handschuhen auf so einen kleinen Grill, den ich hier vorher reingestellt habe, so einen kleinen Ständer, meine Pizza rein. Denkt dran, die Ränder sind auch heiß, also nehmt bitte Handschuhe und gebt eure Pizza zum Vorbacken rein. Das machen wir jetzt 4 Minuten. Wir lassen jetzt einfach 4 Minuten den Pizzateig hier vorbacken. Und nach 4 Minuten könnt ihr euch das Ergebnis ansehen. Und wie ihr seht, das sieht schon richtig lecker aus. Das ist schon richtig gebräunt. Und jetzt gebe ich die Zutaten dazu. Ich fange hier an mit der Tomatensauce. Die verstreiche ich jetzt hier auch hier nochmal vorsichtig. Ne? Der Rand ist natürlich immer noch heiß. Dann nehme ich mein Pizzagewürz und verteile das hier auf dem Tomaten-Pizzaboden. Dann kommt mein Kochschinken und dann kommt meine Ananas. Ja, ihr werdet sehen, Himmelswillen, er macht's verkehrt. Der Käse muss doch vorher drunter. Geschmacksfrage. Ja, ich weiß, dass viele Pizzabäcker sagen, der Käse muss vorher drunter, damit man die Zutaten sieht. Ich finde das hier nicht. Ich habe es ja extra so gemacht. Ich mag es nicht, wenn die Ananas so ausderzelt. Und ich finde es schöner, wenn der Käse über der Ananas schmilzt und nicht darunter. Alles eine Geschmacksfrage. Macht es, wie ihr es wollt. Ist ja immer nur ein Vorschlag. Also jetzt kommt hier erst mein Käse. Ich gebe ihn, wie gesagt, hinterher drüber. Und das war's auch schon. Das ist alles an Vorbereitung hier. Das ging echt schnell, oder? Das ist nicht viel Arbeit. Und wenn wir den Käse verteilt haben, dann machen wir unseren Ninja wieder zu. Der ist immer noch vorprogrammiert. Der hat ja immer noch 6 Minuten und lassen jetzt die letzten 6 Minuten unsere Pizza hier zu Ende backen. Und nach 6 Minuten könnt ihr euch das Ergebnis ansehen. Und das ist echt für eine schnelle Pizza wirklich lecker, oder? Sieht gut aus. Und dann können wir schon mal gucken, ob es geklappt hat. Ja, geht gut runter die Pizza von dem Blech, weil ja vorher eingeölt. Und ihr seht, die sieht auch richtig lecker aus, die ist richtig aufgegangen auch. Ne, der Teig hier ist durch, der ist fest, der Käse ist wunderbar über der Ananas zerlaufen und nicht darunter. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es andersrum gemacht. Und ihr seht, die Stücken sind auch wirklich fest, da labbert nichts, das fällt nicht runter in der Mitte. Und das ist wirklich wundervoll überbacken, der Geschmack ist echt klasse. Eben Hawaii, Ananas und Käse und Kochschinken.
Also wirklich lecker und die Pizza ist echt super saftig, weil eben der Käse so ein bisschen auch die Feuchtigkeit bewahrt, aber nicht klitschig. Also alles in allem, denke ich, hat meine Turbo Pizza Hawaii im Ninja Foodie Grill super funktioniert. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.